Der Gotthard Basistunnel ist der längste Eisenbahntunnel der Welt und darf mit Fug und Recht als Jahrhundertbauwerk bezeichnet werden. Mit seinen 57 Kilometern verbindet er den Norden und den Süden von Europa. Seit seinem Bau fließt sehr viel sauberes Wasser aus dem Berg. Genau das Bergwasser nutzt das Unternehmen Basis 57 Nachhaltige Wassernutzung AG, wo direkt beim Nordportal im Kanton Uri ansässig ist. Dort, wo die Zeug für 17 Minuten im Berg verschwindet, betreibt Basis 57 heute eine der grössten Fischzuchten der Schweiz. Basis 57 ist im Jahr 2007 von 25 Visionären gegründet worden. Der Urs Aschwande ist einer von diesen Gründern und erinnert sich zurück. Wir sind dort im Pfarreizentrum gesessen miteinander, 20 Personen. Oder? Ich weiss noch, es hatte so Flipcharts gehabt. Brainstorming haben wir durchgeführt in verschiedenen Gruppen. Und dann haben wir wirklich verschiedene Ideen haben wir entwickelt. Und zwar, wir haben gewusst, oder? Die Geologen haben das vorausgesagt, dass sehr viel und warmes Wasser aus dem Tunnel wird kommen. In mehreren Gruppen ist einfach das Thema Fisch sofort auf das Tapet gekommen. Jetzt sind von der Vision bis zur Umsetzung fast 15 Jahre vergangen. Der Urs Aschwande ist glücklich über die erreichten Meilensteine. Wir hatten die Vision, schweizweit die grösste Fischzucht mit tollem Edelfisch auf beide Stellen. Und ich glaube, an dieser Vision ist man heute sehr nah dran. Und das macht mich wirklich stolz, wenn wir in einer grösseren Gruppe das eigentlich die Ideen hatten, die Strategie entwickelt haben, die Vision hatten und nachher das Wasserrecht haben wir bekommen vom Kanton. Und nur schon, dass wir zum Land gekommen sind, das war ein riesen Effort. Die Geschäftsidee der nachhaltigen Fischzucht am Gotthard ist geboren. Mit Hilfe von verschiedenen Studien und einem KDI-Projekt hat die Basis 57 die Fischart Zander in den Fokus genommen. Man hat ja verschiedene Fisch getestet eigentlich damals in der Laboranlage. Durch die Iteration hat man sich dann schlussendlich für einen Zander entschieden, weil der Zander ist ein edler Speisfisch, ist bekannt in der Schweiz. Und auch bei Nicht-Fischliebhaber, sage ich jetzt ernst, gut angesehen. Dadurch, dass er wirklich ein weisses, festes Fleisch hat und auch sehr gerätearm ist. Das spricht eigentlich für einen Zander hier, für den Schweizer Markt. Ja. Eine erfolgreiche Fischzucht setzt Satzfisch von höchster Qualität voraus. Gesunde Satzfische müssen über das ganze Jahr hinweg in regelmässigen Abständen und in genügender Menge in die Fischmastbecken eingesetzt werden können, um die größtmögliche Produktivität zu erreichen. Dass man so etwas kann, lukrativ betreiben oder gewinnbringend, muss man so eine Anlage wirklich mehrmals im Jahr besitzen mit Satzfisch. Und um das sicherzustellen, hat man sich dafür entschieden, wirklich vorgängig das Projekt von der Satzfischzuchtproduktion anzugehen, um zu zeigen, dass man das überhaupt kann. Das andere ist in der Nachzucht relativ komplex im Vergleich zu anderen Fischen. Man muss sehr darauf achten, dass die Wassertemperaturen stimmen, dass das Lichtregime entsprechend den Jahreszeiten angefahren wird und auch das Futterregime. Also es sind einige biologische Herausforderungen, die hier bewältigt werden müssen. Ja, wie es sich bis jetzt eigentlich gezeigt hat, haben wir das ziemlich gut im Griff. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass die geplanten 4 Besatzjahrgänge, dass man die wirklich machen kann. Die Beschaffung der finanziellen Mittel für das geplante Vorhaben war eine Herausforderung. Aber überall gibt es Menschen und Institutionen, die an die Vision der Basis 57 glauben und das Generationenprojekt unterstützen. Basis 57, das Start-up, das jetzt doch schon relativ lange existiert, hat sich schon relativ früh über Aktienkapital finanzieren. Das Aktionariat ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. In der Zwischenzeit haben wir eine extrem breite Basis. Seit der Geschäftsidee von der Basis 57 von der grössten Zanderzucht der Schweiz wird sie auch vom Kanton Uri mitgetragen und unterstützt. Besonders von der Niva Regionalpolitik. Der Christian Raab, der sich für das Vorhaben von der Basis 57 eingesetzt hat, erinnert sich. Ich glaube, es war 2008, 2009, als ich zum ersten Mal
von den damaligen Verantwortlichen der Basis 57 kontaktiert worden bin. Wo es darum ging, eigentlich auch zu fragen, ob die öffentliche Hand, der Kanton, bereit wäre, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und im Zentrum ist gestanden vor allem die Nutzung des Tunnelwassers. Das war eine ganz neue Idee gewesen und eine sympathische Idee auch, die irgendwie zum Kanton Uri passt. Es geht darum, um die Nutzung von natürlichen Ressourcen und die Entwicklung der Wirtschaft. Und wenn man das zusammenbringen kann, dann ist das einfach eine überzeugende Idee. Und ich glaube, das war so der Ausschlag gewesen, wo man gesagt hat, mal, das Projekt, das wird man gerne unterstützen. Man hat schon relativ früh erkannt, dass es ein innovatives Projekt ist, ein neuartiges Projekt, auch für den Kanton Uri. Und man hat auch das Potenzial für einen Arbeitsstandort Kanton Uri eben auch erkannt, indem dass es durchaus ein Projekt war, das das Potenzial hatte, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und das entspricht einem der Zielsetzungen der NRP. Am 10. Oktober 2019 ist es dann zum feierlichen Spatenstich zum Bau der grössten Zanderzucht der Schweiz gekommen. Es ist nicht nur dem Kanton Uri und dem NRP zu verdanken, dass Basis 57 mit dem Bau der Fischmast hat anfangen konnte. Gut 1000 Aktionärinnen und Aktionäre unterstützen das Urner Generationenprojekt. Weitere Kapitalgeber hat die Urner Fischzucht in privaten Investoren und im Technologiefonds vom Bund gefunden. Der Fonds unterstützt Projekte in der Schweiz, die Produkte oder Verfahren zur Schonung der natürlichen Ressourcen entwickelt und vermarktet, mit Bundesbürgschaften. Beim Bau der Produktionsanlage mussten verschiedene Herausforderungen gemeistert werden. Die Fischmastbecken, die zum Teil einen Durchmesser von bis zu 6,8 Meter haben, mussten richtig positioniert werden. Es befinden sich 18 Becken in der Fischzucht, die ein Fassungsvermögen von über 1800 Kubikmeter haben. Das entspricht einer Wassermenge von ca. 10'000 Badwannen. Um die Bauzeit zu verringern und somit schneller mit der Produktion von Zander anzufangen, hat sich Basis 57 für eine spezielle Bauweise entschieden. Die Grundtragkonstruktion sowie die Aussenhülle ist mit Beton und Fertiglement gebaut worden. Das Element war teilweise bis 8 Meter lang und bis zu 5 Tonnen schwer und musste natürlich mit Spezialtransporter hier auf die Baustelle geführt werden, wo es dann nachher mit einem grossen Kran millimetergenau gesetzt worden ist. Und die ganze Konstruktion, wie wir sie hier haben, war in einer Rekordzeit von 6 Wochen gebaut. Bei einem grossen Stromausfall kann die Basis 57 ein offenes Dieselaggregat zählen. So kann die Anlage bei einem Notfall auf einem reduzierten Niveau weiterbetrieben werden, dass die Sauerstoffversorgung der Fische und somit die Produktionssicherheit jederzeit gewährleistet ist. Die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt bei sonnigem Wetter 7% vom gesamten Energiebedarf ab. Um dem Namen Basis 57 nachhaltige Wassernutzung gerecht zu werden, ist wie bereits bei der Satzfischzucht auch in der neuen Produktionsstätte auf eine Kreislaufanlage gesetzt worden. Grundsätzlich unterscheiden wir eigentlich zwei Arten von Fischzuchtanlagen. Einerseits gibt es Durchläufanlagen. Das sind zum Beispiel Forellenzuchten, wo oben das Wasser reingeht, unten rausläuft und eigentlich das Wasser nur einmal genutzt wird. Und dann haben wir Kreisläufanlagen, wie wir sie hier bei der Basis 57 in unserer Mastanlage verwendet haben. Und dort die Kreisläufanlagen bestehen aus mehreren verschiedenen Komponenten. Und anfangen für die Erklärung ist es einfach am einfachsten, wenn man bei den Fischbecken anfängt, oder, wo die Fische drin sind, wo das Futter reinkommt von den Futterautomaten. Und dort dann nachher das Abwasser oder das Wasser, das aus den Becken rausläuft, zuerst über einen Trommelfilter gereinigt wird. Das ist die physikalische Reinigung vom Wasser, wo die Fischstoffe ausgeschieden werden. Das sind zum Beispiel Futterreste, die im Wasser drin sind. Als nächstes kommt das Wasser in den Pumpensumpf. Und dort wird eigentlich das Wasser, das man austauscht über den Tag, wird dort nachgefüllt. Nach dem Pumpensumpf kommt das Wasser in den Biofilter. Und dort ist eigentlich das zweite Ökosystem da, immer in einer Kreislaufanlage. Das sind Biobakterien, die das Ammonium der Fischausscheidungen dort umwandeln in Nitrit und Nitrat. Und so ungiftig gemacht für die Fische. Nach dem Biofilter läuft das Wasser auch über eine UV-Desinfektionsanlage. Das ist eine Technik, die aus der Trinkwasserindustrie bekannt ist. Dort werden eigentlich die letzten lebenden Keime noch einmal zusätzlich neutralisiert,
bevor das Wasser in die Gase geht, wo das CO2, das die Fische auch ins Wasser ausatmen, dort ausgasen und über Dach abgeführt wird. Und am Schluss, bevor das Wasser wieder zurückkommt in die Fischbecken, wird das über eine LHO, das sind so Wasserturmsäulen, wo das Wasser über eine Sauerstofflinse läuft und das Wasser mit Sauerstoff dort anreichern, dass der Fisch auch wieder etwas geschnüffelt hat in den Becken. Haben die Zander das Gewicht von rund 1 Kilogramm erreicht, werden sie nach der Tier- und fachgerechten Tätig in der eigenen Verarbeitung zum Spitzenprodukt veredelt. Die Schuppen vom Zander werden mit speziellen Entschuppern entfernt und abgewaschen. Der Zander besticht mit seinen weissen, geräten armen Filet. Die wenigen Geräte werden in der Verarbeitung komplett weggeschnitten. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Fisch aus der Region ist sehr hoch. Dank der Produktion und Verarbeitung vor Ort kann die Basis 57 am Schweizer Markt ultimativ frische Fischprodukte anbieten. Euch entfallen lange Transportwege. Darum findet der Uner Zander nicht nur wie hier in Schattdorf im Restaurant 54 Hochgenuss, sondern auch schweizweit begeisterte Abnehmer. Der Uner Spiessfisch wird unter der Marke Gotthard Zander vermarktet. Das hat den Grund, dass er aus dem Kanton Uri stammt und wir wollen an diesem Umstand Tribut zollen und haben darum unsere Marke in diese Richtung kreiert. Aber das Wort Gotthard wirklich drin vorkommt, weil von dort kommt auch das Wasser und eben auch das Produkt selber. Der Gotthardzander ist als Filet erhältlich, und zwar mit Haut, aber auch ohne Haut und als Ganzfisch. In näher Zukunft planen wir, den Zander zum Knusperli zu veredeln. Was 2007 als Vision angefangen hat, ist jetzt, 15 Jahre später, endlich Realität geworden. Hochwertigster Speisfisch aus dem Kanton Uri, der ein ultimatives kulinarisches Erlebnis bietet. Die qualitativ einwandfreie, nachhaltige und regionale Zanderproduktion von 180 Jahrestonnen stellt aber noch nicht das Ende dar. Die Strategie und die Landreserve der Basis 57 sehen im Erstfeld einen Ausbau der Produktionskapazität auf bis zu 600 Jahrestonnen vor und somit die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen im Kanton Uri. Gotthard Zander, eine Sache vom guten Geschmack.